eingetaucht und aufgetaucht. Willkommen zurück in Let's Play Splatoon 3 bei der Riesenfarbexplosion mitsamt dem Train. Richtig. An meiner Seite. Ich bin bereit. Guten Tag, Leute. Und spritziger Spritzi. Ja, doch, Alter, das wir haben im letzten Part gesagt, dass wir ein Thema vorbereitet haben, aber das Thema ist dann zu doof. Ja, wir müssen nochmal drüber unterhalten. Nö, muss nicht. Genau, muss nicht. Vielleicht ergibt sich ja ein Thema während des Parts, wenn wir darauf kommen. Aber genießen wir das Spiel einfach und hoffentlich rasten wir nicht aus, weil unsere Mates wieder mal so scheiße waren wie in der letzten Runde vom letzten Part. Ich bin First Kill gewesen. Oh ja, Sniper, Alter. Oh, nice. Wir haben welche Stages eigentlich dran? Ich habe gleich geguckt, ne? Wir haben die hier. Und noch irgendeine. Und noch irgendeine, das ist mal super. Och komm, die sind in unserer Base. Ich weiß nicht, die haben immer ihre Special immer genau dann parat, wenn sie die brauchen. Ich habe das Gefühl, momentan spielen halt auch nur noch Profis das Spiel. Leute, wie findet ihr eigentlich die Specials von Splatoon 3? Leute, die nichts anderes mehr spielen. Ja. Ich finde, die Specials versauen das ganze Spiel ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Oh ja, das meine ich. Er zielt an mir vorbei, dann P2P, sterbe ich aber trotzdem. Das kann man jetzt richtig gut im Part sehen. Wieso? Stirbt er nicht? Ich habe doch geschossen. So, Rache ist süß, du Arschgesicht, Alter. Scheiß Sniper. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Sniper habe ich wegrasiert, ey. So muss das sein. Oh, komm, hinter mir. Diese Klecksblättling, ne? Ah, tschüss, Brudi. Ach, komm! Yuki, Alter! Yuki! Ach, da heißt einer Yuki, ne? Ich wollte es mal so anmerken. Wie er denkt. Ach, komm! Als ob ich den sofort sterbe. Ich bin nur runtergegangen. Direkt Klecksblättling. Wie er denkt, Alter! In mein Gesicht. Miko hat recht. Wie er denkt, ey. Ey, die Runde könnten wir noch gewinnen, wenn wir mal nicht scheiße wären. Aber unsere Mates zacken halt, die lutschen halt richtig Eier. Leider. Alter. Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Miko und ich sitzen hier. Wir sind halt richtig hart entnervt. Oh, Mann. Oh, Yuki, Mann, wir töten uns immer gegenseitig. Der wirft über mich rüber, weißt du, ich bin tot. Ja, es wird wieder nix. Natürlich wird das nix. Ich hasse diese Stage teilweise, Alter. Wirklich. Das ist so furchtbar. Ja, wenigstens gibt es den Skatepark nicht mehr. Der war ja richtig furchtbar. Der war ja noch schrecklicher. Ja, natürlich, verloren. Gut, wir gönnen den Gegnern mal den Sieg. Ich blende mal nicht die Karte ein. Ich habe das Gefühl, wir kämpfen auch die ganze Zeit gegen Madoka, die ganze Zeit im Spiel. Auch im letzten Part. Echt? War die auch schon dabei? Ja, das kann sein. Ja, ne? Ganz permanent die ganze Zeit dabei. Alter. So, als wären wir alle auf demselben Server, was ja nicht da ist. So sieht's aus. Ich würde gerne die andere Stage auch wieder spielen, ne? Ja, ich auch. Jetzt wieder hier. Das wäre chillig. Wir haben die Stage kennengelernt. Mehr brauchen wir nicht sehen. So sieht's aus. Dieses Spiel macht uns fertig, Alter. Ja, Leute, der Miko hat's gerade schon gesagt. Wir hatten gerade die andere Stage. Und natürlich ist das Spiel abgekratzt. Also nicht das Spiel, aber jemand ist geflogen. Deswegen seht ihr die Stage nicht. Hoffentlich kommt sie noch vor in diesem Part. Man, weißt du, das ist halt so unnötig. Man sieht, dass man trifft die ganze Zeit Gegner, aber die sterben halt nicht. Alter. Oh, das ist so richtig unnötig, ich schwöre. Dankeschön. Gut gemacht. Miko hat mich gerettet. Nice. So, ich bin in der Gegnerbase. Das ist gut. Ja, genau.
Ach, wo wusste er, dass ich da bin? Hä, der hat nicht mal in meine Richtung geguckt. Hacker! 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 Ja, leider gibt es auch in Splatoon 3 schon Hacker. Ich hab tatsächlich schon mal welche getroffen. Ja? Ja, als ich das Spiel noch, als wir noch richtig hart in den Aufnahmen waren, habe ich das ja auch ein bisschen privat dann gezockt. Und es gibt Hacker, ja. Leider. Auch dieses Spiel ist nicht gefeit davor. Stirb doch einfach bitte, weißt du? Spritzig! Spritzig! Oh ja! Ich hasse den Pinsel. Ich hasse ihn. Ich sollte auch wieder den Kalligrafen wieder spielen. Oh ja, bitte mach das, Alter. Bitte fuck wieder Leute ab mit dem scheiß Kalligrafen, Alter. Muss halt. Der Kalligraf ist halt einfach richtig gottlos, ey. Die brauchen nicht mehr zielen. Das ist halt das Ding. Ich schwöre dir, ich habe keine Lust mehr, Alter. So unnötig mit denen. Das ganze Spiel ist unnötig, Alter. Och, dieser Kalligraf, Alter! Kalligraf Juan, Alter. Uhrensohn. Was für ein Uhrensohn, Alter. Wovon bin ich gestorben? Ja. Ey. Fehler bei Datenübertragung. Nicht dein Ernst jetzt. Du verarschst mich gerade, oder? Ja, doch, nee, ich bin rausgeflogen. Oh, ernsthaft? Jemand hat mich gekillt und dann war direkt... Fehler bei Datenübertragung weg. Leute, ich liebe dieses Spiel, Alter. Das ist richtig nice. Ich join ihn halt nach. Ja. Ja! Oh, ich würde gerne mal die andere Stage wieder sehen. Ja, die kriegen wir halt leider nicht rein. Ja, eben gerade wieder richtig hart Probleme. Wir lieben dieses Spiel richtig hart. Macht richtig Bock so, Alter. Ich schwöre es euch. Bestimmt Millionen mal rausgeflogen mittlerweile. Oh, richtig großartig scheiße einfach. Das ist halt richtig furchtbar gerade. Ah, okay. Ich muss nur kurz gucken, was ich für eine Subwaffe habe. Na! Diese Drecks-Coolbombe. Und Miku ist schon gut dabei, die Leute wieder richtig hart abzufacken, Alter. Mit dem Kalligrafen. Sehr gut. Man kommt ja nicht schnell genug weg. Ja, irgendwas muss man ja machen, ne? So sieht's aus. Ich bin auch wieder gut dabei. Kann's oh, machen. Come on! Oh, direkt. Oh Gott, ich lebe noch! Ich gehe da hoch. He's dead! Nein! Führt ihn mit dem KS da hinter der Wand! Das sind sogar zwei! Och komm! Oh, ich bin mittlerweile so schlecht in diesem Spiel. Das ist unglaublich, wie kacke ich bin. Boah, die Kacke kommt aus jeder Pore raus bei mir. Hä, hey, was Alter. Hinter mir? Och Mann, das war... Ey, man denkt, hinten wird der Rücken freigehalten, aber nö, ist nicht. Ich bin gerade angekommen, da bist du leider gestorben. Konnte dir leider nicht den Rücken frei halten. Na!
Nein, bitte nicht! Oh, dass ich das überlebt habe, Alter. Wieso gibt mir niemand Rückendeckung? Da kommt der Miku und hat mich zum Glück gerecht, Alter. Ich geb dir Rückendeckung. Ich hab zwei getötet. Los, du hast vollen Zugriff. Das ist so anstrengend mit dem Pinsel die ganze Zeit zu spielen. Schwör ich dir, Alter. Aber wir haben gewonnen. Oder? Ja, ne? Ja! Ich würde ja trotzdem wieder eine andere Stage wieder sehen, ne? Ja, ich auch. Die andere Stage, die konnten wir diesmal noch keine einzige Runde richtig spielen. Aber immerhin mein Match wieder abgeschlossen. Ja, zum Glück. Nice. Wieder dieselbe langweilige Stage. Traurig. Einmal die neue Stage gesehen, rausgeflogen, dann krieg man nur die alte. Richtig cool. Ja, bockt halt, ne? Macht Fun. Da hat sich einer Ishimura genannt. Zu viel Dead Space gespielt oder was? Das sowieso. Ach, wahrscheinlich. Ja. Ja, also du weißt ja, so heißt das Schiff, ne, aus Dead Space 1. USG Ishimura. Oh, komm, schon wieder? Ich werde sterben. Oh, geh weg, Alter. Scheiß Stempelwichskack, Alter. Oh Gott. Da haben die Gegner einen Dünerroller. Ja, nicht nur einen Dünerroller. Die haben auch einen Sprenkler. Mm. Das ist halt nice. Die Niceigkeit ist in diesem Part hier einfach schon vorprogrammiert. Dreimal geflogen und dreimal geflogen oder sowas. Das ist die pure Niceigkeit, ja. Ja. Richtig hart. Dreimal geflogen. Ständig zerplatze ich einfach, obwohl ich nicht abgeschossen werde. Ich liebe dieses Spiel. Ja, zerplatzt. Weißt du, was mich ehrlich freut? Wenn wir unser Versprechen gehalten haben und die 100 Parts. Wir haben Hacker. Und die 100 Parts voll haben. Wir haben einen Hacker, ich bin gerade gestorben von jemandem, der schon tot ist. Es kann ein Hacker sein, aber muss nicht. Das kann auch einfach sein, dass P2P. Und du bist halt bei. Er hat dich vorher getötet und die Konsole hat das. Der Tick kam halt einfach zu spät. Ein bisschen zu spät, ne? Ja, leider. Ist halt leider so. Kannst halt leider nicht verhindern. Splatoon. It's a Splatoon thing. Also. Wunder dich nicht. Deswegen. Mich wundert schon gar nichts mehr. Ja, mich auch nicht. Traurig, aber wahr. Ja, ist trotzdem oh Mann, ich sterbe andauernd. Ja, nice. Durch mein Special bist du umgekommen, du Lappen. Wuff, was ist denn hier mit los mit dem Leck gerade? Übertrieben. Ach, meine Gegner. Guck mal, ist einer geflogen. Der muss gerade eben geflogen sein. Ja, die haben verloren. Ja, jetzt gewinnen wir das Safe, wenn wir uns nicht blöd anstellen. Wenn die Gegner jetzt nicht Rage quitten. Rage squitten? Och komm! Wie konntest du mich da sehen? Wie konnte er meine Bombe überleben? Das ist halt die andere Frage. Alter, das meine ich, ne? Egal, ob einer fliegt oder nicht. Wenn unsere Mates scheiße sind, kannst du auch, wenn die Gegner nur drei haben, verlieren. Wir wurden gerade einfach komplett gewiped. Du hast recht, der Lag ist halt richtig real, ne? Der Wipe kam erst irgendwie 5 Sekunden später oder so. Das ist ja ein brutaler Lag. Ich wäre schon gerne wieder im Spiegel gewesen, aber stattdessen muss ich einfach hier an meinem Spawn Alter, zugucken, wie die anderen spielen. Selbst obwohl die Gegner nur zu dritt waren, haben wir das nur ganz knapp gewonnen. Ja, weil wir halt nicht gut gespielt haben und wir halt auch Mitspieler hatten, die wahrscheinlich auch nicht gut gespielt haben. Um es mal positiv zu sagen. Alter. Die neue Stage. Oh mein Gott, Leute. Und jetzt geht's los. Beschwörst noch nicht herauf. Wir fliegen gleich wieder. Bitte nicht. Bitte lass uns die Stage jetzt einfach eine Runde spielen. Ja, zumindest eine Runde. Ich will die eine Runde sehen. Vor allem ist die Stage relativ gelb, ne? Und wir haben orange. Ja. Nice.
Muss das. Ich liebe, dass das eine Wüstenstage ist. Das finde ich tatsächlich richtig, richtig cool. Ich mag sowas. Bitte mehr davon. Und dann noch mit Nintendos Obsession mit den Händen, Alter. Eine Wüstenstage mit Händen, Alter. Hatten wir noch nie. So Mario 64-Style, du weißt Bescheid, ne? Ja. Oder Mario Odyssey. Ja. Ja, Nintendo und ihre Obsession mit Händen, ne? Ich weiß auch nicht. Und Augen. Augen auch. Augen Weak Points. Tears of the Kingdom ist wieder mal das beste Beispiel dafür, wie viele Bossgegner einfach Augen Weak Points haben. Es ist so großartig. Ich weiß nicht, was Nintendo mit Augen und Händen hat. Aber die scheinen das irgendwie zu mögen. Wir laggen anscheinend mal nicht. Das ist eine gute Sache. Merkt man. Dann wird es mir direkt besser. Ja. So, da hast du dich zu sehr auf mein Special konzentriert, Brudi. Das hat dich dein Leben gekostet. Ich weiß. Killer. Ich hab leider... Oh, weg mit mir. Spring doch, Alter. Die Stage ist cool. Das ist tatsächlich mal eine Stage, wo sich der meiste Kampf halt in der Mitte der Stage auch abspielt. Ja, das ist wirklich so. Die Stage gefällt mir. Mir gefällt die Stage auch sehr. Lass mich jetzt nachspawnen. Der will in unsere Base, bitte, ne? Der Lappen. Och, komm! In unserer Base ist jemand! Haltet den auf! Ja, ich bin euch. Können wir schon drum. Miku ist schon dabei, gut. Hast du ihn? Oh, der wäre Specials. Och, come on, jetzt... Weißt du was? Ich ignoriere den Lappen jetzt einfach. Ich gehe jetzt in die Gegner-Base. Soll er doch mit seinem kleinen Mini-Pinsel da einfärben. Juckt mich halt null. Der Mini-Pinsel, Alter. Oh, unsere Base. So, he's dead. Ich kam halt nicht mehr zu einfärben, weil das Respawn einfach viel zu lange dauert im Spiel. Haben wir das jetzt gewonnen? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch. Aber wir haben die Mitte. Aber, oh mein Gott, das ist sehr knapp gewesen. Das ist echt knapp gewesen. Die haben halt einen guten Pinsel gehabt, ne? Einen guten Quasto. Aber die Stage ist halt auch super geil. Wie gesagt, die meiste Action spielt sich wirklich in der Mitte der Stage ab. Das ist sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Die Stage ist echt cool. Stiftung Train Test hat's bestanden. Richtig. Wup. Wir sind zurück. Und wieder. Natürlich, würde gerne wieder die andere Stage spielen. Ja, ich auch. Aber so ist das nun mal, ne? Genau, weil diese Stage ist tatsächlich gar nicht so geil. Ja, doch, die ist halt, kennt man halt schon auswendig, ne? Ja, das finde ich auch gut. Das finde ich auch so geil, ne? Du bezahlst 60 Euro für Splatoon 3 und bekommst alte Stages geliefert. Und da kannst du die alten Stages halt auch nur spielen, wenn du Zusatz zahlst. Ja. Da war ich selber schuld. Ich habe nicht damit gerechnet, dass noch jemand ist. Das ist so ein Typ, der da eine scheiß Textbombe hinwirft immer. Oh. Der Sniper fuckt mich schon wieder richtig hart ab, ne? Weiß Bescheid, ne? Ja. Haha, Sniper, haha. Du Lappen. Oh, Silver mit deinem scheiß Krabbenpanzer. Oh ja, komm, heirate deine Krabbe doch. Du Uhrensohn, Alter. Heirate deine Uhr doch. Leute, ich habe ein Thema gerade noch gefunden, was man in den letzten Minuten ansprechen kann. Wie ist das Summer Games Fest? Miku, deine Meinung dazu? Hast du die Shows gesehen? Nö, ich habe mir nur einfach nur die Trailer angeschaut, die in der Nacht hochgeladen wurden. Was sagst du denn? Was sagst du denn zu den Neuankündigungen? Neuankündigungen in Anführungsstrichen, natürlich. Geht, ne? Geht?
Fable fand es nicht gut. Ja, doch schon. Auf einige Spiele freue ich mich schon, aber... Ja, tatsächlich. Was mich tatsächlich gewundert hat, das hatte mir der Miku gesagt, er freut sich nicht auf Starfield, obwohl das ein Bethesda-Spiel ist. Das hat mich tatsächlich sehr gewundert. Also beziehungsweise, was heißt nicht freuen? Kein Interesse daran. Die eine Sniper da oben, der wirft die ganze Klecksbomben, wenn er halt stirbt. Das ist quasi der Abschiedscode. Jupp. Das ist quasi der Angstködel. Der Nasen nochmal absetzt, ja. bevor er überfahren wird. Auf der Autobahn. Der Angstködel. Dieser dreckige Sniper, ne? Oh, du hast recht. Spring doch, meine Fresse, dass es alles so lange dauert in diesem Spiel. Reaktion braucht man nicht, weil alles ewig dauert. Oh, da. Entschuldigung. Ja, ich hab den Sniper auch gerade getötet mit einer Klecksbombe. Ha! Man kann dich auch mit seinen eigenen Waffen schlagen, du Lappen. So, ich fand den Trailer von Fable fand ich ganz geil. Wenn das Spiel grafisch wirklich so aussieht, dann Respekt an Microsucks, dass sie das so hinbekommen haben. Come on, jetzt mach hinne. Ich hasse diese Warterei hier im Spiel. Das Spiel ist einfach ein Wartun 3. Wartun 3, ja. Wartun, Alter. Wir werden Haus auch verlieren diesmal. Wartun! Ich finde den gut. Ich fand das witzig. So werde ich das Spiel jetzt immer nennen. Wartun 3, Alter. Als ob der so schnell wegrollen kann, Alter. Oh, das ist... Verloren. Ja. War aber... Der eine Punkt bei der Gegnerbase zählt nicht, weil es kein Prozent wert. Ich weiß auch nicht, wie es berechnet wird. Das weiß ich nicht. Ja, es gibt ja nicht mal Unentschieden. Musst du dem auf der Zunge zergehen lassen. Gibt's ja nicht. Das ist ja das Ding, es gibt ja nicht mal Unentschieden. Gibt's in Splatoon nicht. Das hat man mal ausprobiert. Das gibt's halt und einfach das müsste nicht. Es, und das müsste es theoretisch geben. Ja. Bei so einem prozentualen. Wenn es ein tatsächliches Unentschieden gibt, dann wird prozentual ausgelost, wer gewonnen hat. Das ist erfreulich. Sehr erfreulich, dass wir immer wieder spielen dürfen. Ja. Sehr, sehr freundlich. Wieder diese Kackstage. Ach so. Ich dachte, die wäre neu. Ach so, die ist neu? Oh, das wusste ich gar nicht, Lel. Ja, die ist neu. Guck mal, da waren wir. Das ist auch relativ. Guck mal, das ist jetzt auch anders. Guck mal, diesen Baum in der Mitte war da hier vorhin schon auch. Der Baum? Das ist halt ein Deluxe-Baum. Der Deluxe-Baum. Oh, ich hasse Splatoon 3. Da will man mal eine neue Stage spielen und sie kommt halt einfach nicht. Gott, ich bin so schlecht geworden, ne? Es ist unglaublich, wie kacke ich in diesem Spiel geworden bin. Das passiert halt, wenn man das monatelang nicht spielt, ne? Weil man monatelang besseres zu tun hat, als eine DLC-Upgrade-Version von einem Spiel zu spielen, was man schon über 100 Parts ausgeschlachtet hat. He's dead. Sehr schön. Miku fuckt die Leute wieder mal in der Base ab, aber richtig hart. Muss, ne? Oh Gott, bitte, please don't. Och komm, dieser Pinsel, Alter! Ach, das ist kein Pinsel, das ist Platana. Wichser, was ist das denn für ein Typ? Oh, warum? Miku und ich sind schon wieder nur noch am Ausrasten, Alter. Es ist halt so traurig. Hasse dieses ewige lange Nachspawn. Oh, Mann. Ich bin so schlecht. Wovon? Ach, come on, da ist ein... Komm, die hab ich doch eben gesehen. Ich hab die... Als ob... Jetzt werde ich wieder sterben, weil ich wieder nachgesprungen bin. Natürlich. Denkst du, die lassen dich am Leben oder was? Wow! Ich gehe die Dinger packen. Yes, Mann! Och, hä? Woher weiß der denn, wo ich bin? Oh, das ist so ätzend.
Als ob die wissen, wo ich bin, Alter. Oh, komm bitte. Ich habe keine Geduld für so einen Scheiß. Das meine ich, Alter. Erstmal 500 Jahre lang warten und dann wird man instant getötet, weil man einen Gegner nachspringt. Ja, natürlich. Nachspringen ist, du weißt das doch aus Platoon, dass Nachspringen immer eine schlechte Idee ist. Und ich sterbe wegen einem scheiß Platana-Wichser. Ist mir egal, Alter. Fuck it einfach. Dörfer, bitte jetzt mal die andere Stage spielen. Ich wäre. Weißt du, da kann man so gut spielen, wie man möchte. Ich hab die Gegner gewiped zweimal oder so. Ich weiß schon ganz genau. Ganz genau. Ich sag es dir. Ich weiß schon ganz genau, warum ich dieses Spiel nicht im Stream spiele. Was denn aufregt? Ja, nun, ne? Was soll man dazu sagen, Leute? Ja, schlecht. Wir haben einmal die neue Stage gesehen. Einmal, ja. Traurig. Ich weiß. Nachdem wir zweimal rausgeflogen sind aus der Stage. Okay, da sind wir. Und natürlich wieder die Stage. Sag mal. Tja, was soll ich sagen? Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Guck mal, wie neu die Stage ist, Leute. Habt ihr die schon mal gesehen? Das neue, richtig neue Stage hier, Alter. Ah, unglaublich. Glaubt ihr, bei uns seht ihr den richtig neuen Scheiß. Schwöre ich euch. Ist echt so, weißt du. Spielt einfach 2 Stunden, dann seht ihr doch instant oft genug die neue Stage. Das sieht man ja, wie spielen. Einmal haben wir sie gesehen, das war's. Die anderen Male sind wir geflogen. Geil. Und wir hatten ja auch nicht den ganzen Tag Zeit. Macht richtig Spaß, der Scheiß. Schwöre ich. Fuck it. Ach komm, wieso stirbt er denn nicht, Mensch? Ich weiß, warum er nicht gestorben ist. Braucht ihr mich nicht korrigieren. So, Cerberus ist tot. Oh, scheiße. Wo kommt denn der Tintenfisch-Budi her, Alter? Ich hab dich da gesehen, Alter. Wow! Tschüss. Nennt sich auch noch Splosh, Alter. Wow. Hat sich gelohnt. Och, Luna! Oh, dieser Tintegrator-Drecks-Scheiß-Wix-Kack, Alter. Wirklich? Mädel, Leute. Hä? Oh, Gott, ernsthaft. Oh, Mann, jetzt spawn doch nach. Mach mal schneller, Alter. Oh, dieses ewige Wartun 3, Alter. So, Splosh, Rache ist süß. Darfst gerne sterben, Alter. Piss dich, Alter. Als ob der mich getroffen hat. Ich verstehe es nicht, Mann. Als ob die wissen, wohin ich gehe. I don't understand this. Ich auch nicht. Kümmert ihr euch mal um die Türme da unten? Nö? Okay. Welche Türme? Ja, egal. Hä? Wie? Wieso denn? Das ist halt nicht normal. Es kann mir keiner erzählen, dass da nicht hier betrogen wird. Betrug, Alter. Betrug. Oh, lecko. Oh, Alter. Ich spring halt runter und dann kommt eine Splatling und tötet mich einfach. Oh, ja. Wir haben das zwar gewonnen, aber trotzdem. Ein Match machen wir jetzt noch und eine Hoffnung, dass wir die neue Stage kriegen. Wenn nicht... Dann halt nicht. Dann halt nicht. Miko hat recht. Ich wusste einmal teilweise gar nicht mehr, auf welcher Seite ich war. Bei den Gegnern oder bei uns? Weil alles orange war. Ja, geil, Alter. Oh, natürlich haben wir nicht die neue Stage. Woo! Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Da kann man nichts zu sagen. Ja. Ist auch schön.
Splatoon 3, Leute. Cool. Splatoon 3, willkommen. Wir heißt uns zurück, dass wir dieses LP jetzt fortführen. Und wir hatten es ja versprochen, wir werden das auch durchziehen. Aber wir würden euch auch gerne Neues zeigen. Und was kriegen wir halt? Aufgewärmtes. Aufgewärmten Deluxe-Content. Klar, ich hab den Alter, wie gesehen. Ich gerade einfach zwei Leute gekillt habe, ne? Hast du gut gemacht. Ja, ich weiß, meine Special hat das wohl eher gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin einfach gestorben. Wieder mal, wie immer. Ich bin halt gerade richtig schlecht in diesem Spiel. Wir werden verlieren, weil wir so ein scheiß Parapluviato bei uns nicht haben. Oh Mann! Schon wieder haben die durch so einen scheiß Quasto, Alter! Ich bin ein Quasto-Spieler! Ich kann nichts anderes! Stirb einfach! Was für ein Wichser, Alter! Uchensohn! Wie hab ich denn den Ding gekillt? Ich würde gerne schnell da weg, Alter. Ja, das würde ich auch gerne an manchen Situationen. Oh, ernsthaft, er zielt nur auf mich? Was ist dieser Breitroller-Express? Ist das eine neue Waffe? Ich habe keine Ahnung. Overdriver ist tot. Sehr gut. Und tschüss. So läuft das halt. So. Oh, Breitroller Express, der ist neu. Hundertprozentig, oder? Ich irre mich doch nicht. Oh nein, wir rasieren die gerade. Ja, bei den Gegnern ist noch einer geflogen. Zieh dir das rein. Ach so. Das können wir gar nicht mehr verlieren. Ich hab gespawn-campt. Ja, leider ist der Sieg nicht so toll. Erstens, bei den Gegnern ist einer geflogen und wir haben nur diese Deluxe aufgewärmte Sage wieder mal gesehen. Einmal haben wir die andere Sage gesehen. Einmal! Beim nächsten Mal vielleicht. Nächste Woche. Mit Glück, wenn das mal in der Rotation kommt. Mit Glück. Mit Glück, Leute. Tja. Ja, Leute, das war's dann aber hier. Das war furchtbar. Das war tatsächlich eine echt schlimme Aufnahme jetzt, weil wir mehrmals geflogen sind. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Na gut, dann. Na gut, dann würde ich auch sagen, Miko hat es schon angedeutet. Sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Ja. Bis dann.